spricht jetzt der Kollege Matern von Marschall. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, es ist sehr Wichtiges gesagt worden. Die Arbeit im Parlamentarischen Beirat ist eben gerade nicht getragen von parteipolitischer Polemik, die hier von denjenigen in die Diskussion eingebracht worden ist, die eben nicht Mitglieder in diesem Beirat sind. Und Kollegin Wilms, ich glaube, das, was Sie ausgeführt haben, hat sich, so habe ich das jedenfalls interpretiert, auch an Kollegin Göring-Eckardt gerichtet. Ich glaube, verehrte Kollegin Göring-Eckardt, Ihre Kritik auch an der Entwicklungszusammenarbeit hat mir gezeigt, dass Sie überhaupt gar nicht wahrgenommen haben, was sich dort in der letzten Dekade getan hat, nämlich eine Verdoppelung des Etats. Wir haben doch, und das ist ja der wesentliche Ansatz, der Sie im Augenblick folgt, auch die Mittel zur Klimaschutzfinanzierung über das BMZ mittlerweile 2 Milliarden Euro innerhalb dieses Etats verdoppelt. Und wir haben, Frau Göring-Eckardt, ich glaube nicht, dass, wenn Sie diese Dinge einfach bewusst übersehen, Sie auch Ihrer Fraktion und Ihrer Partei einen Gefallen tun. Insofern fände ich es schon ganz hilfreich, Sie würden zumindest die Anstrengungen, die da unternommen werden und die insbesondere auch von Bundesminister Müller mit dem, was er, und ich bin ganz dankbar, dass der Name so lautet, Marshallplan für Afrika nennt, angegangen wird, dass er sehr wichtige Akzente setzt, um bei der Migrationskrise, in der sich diese Welt befindet, die wesentlichen und richtigen Schritte zu machen. Und ich glaube auch, ich würde mich jedenfalls freuen, Sie würden vielleicht mir auch noch einen Moment dazuhören wollen. Ich glaube auch, dass die Nachhaltigkeitsagenda überhaupt nicht verdient, diese parteipolitische Polemik, die Sie hier aufrufen, sondern wir versuchen drei Kapitel, es ist bei Ihnen genauso, wir versuchen drei Kapitel auszubalancieren. Das ist eine vernünftige wirtschaftliche Entwicklung, das ist eine angemessene gesellschaftliche Entwicklung und das ist eine gute ökologische Entwicklung. Und ich finde, jeder von uns, übrigens je nachdem, welche parteipolitische Perspektive und welchen Schwerpunkt auch seine Fraktion und seine Partei diesbezüglich hat, sollte versuchen, die Perspektive gerade derjenigen Bereiche in der Ausbalancierung der Nachhaltigkeitsaspekte zu betrachten, die er sich ungern zu eigen macht. Natürlich ist, wenn wir nach Afrika schauen, vor allen Dingen erstmal wichtig, dass die Menschen dort Jobs bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Sie können nämlich überhaupt erst leben, wenn sie Arbeit haben. Das ist aber auch die Initiative, die wir zum Beispiel mit den Initiativen des BMZ dort voranbringen. Gerade wenn wir nach Nordafrika, gerade wenn wir in den Maghreb schauen, wo wir etwa bei der Klimaschutzfinanzierung die weltgrößten Photovoltaik- oder besser gesagt Thermosolarkraftwerke installiert haben, das sind über Finanzierung durch die KfW, das sind Investitionsanreize, die nicht nur unserer Wirtschaft, denjenigen, die wie Siemens oder die Spiegel für diese Parabolanlagen auch aus Deutschland kommt, herstellen, was bringen, sondern die eben auch dort Jobs bringen, die eben auch dort eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen und die dann die Lebensgrundlage für die Menschen wirklich gut und langfristig sichern, die eben dann nicht gezwungen sind, den Weg über das Mittelmeer und das Geld, was sie den Schlepperbanden dann in ihren Geldbeutel reinschmeißen, den Weg über das Mittelmeer zu nehmen und hier eine Zukunft zu suchen, die sie ja hier gar nicht finden können. Und das ist unser Ansatz. Und ich glaube, dieser Ansatz ist verantwortlich. Er ist umfassend und er ist vor allen Dingen auch kohärent. Wir schauen uns nämlich jedes Politikressort an. Wir schauen uns nicht nur die Ökologie an, sondern wir schauen uns die Wirtschaft und wir schauen uns die Gesellschaft an. Wir versuchen, über den Tellerrand rauszuschauen und wir versuchen, und das ist, glaube ich, ganz wichtig in Zeiten, in denen Vereinfachungsthesen in vielen Ländern gerade die Diskussion bestimmen und Rückzugs
Gefechte in die scheinbar heile Welt nationaler Politiken. Da versuchen wir genau das Gegenteil zu machen, nämlich zu sagen, wir können nur vorankommen, wenn wir über unseren Tellerrand hinausschauen, wenn wir nicht nur die nationale, sondern auch die internationale Verantwortung wahrnehmen und wenn wir auf diesem Wege dazu beitragen, dass die Globalisierung verantwortlich gestaltet wird, zukunftsfähig, langfristig, tragfähig, verantwortungsvoll gestaltet wird. Und das ist unser Ansatz, und das ist der Ansatz, der ganz deutlich aus den Prinzipien der neuen nationalen Nachhaltigkeitsstrategie hervorgeht. Und deswegen, lieber Herr Altmaier, bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar, und Herr Bauernfeind und all denjenigen, die mit viel Arbeit daran erfolgreich in den letzten Monaten zugebracht haben. Zum Abschluss, ich glaube schon, wir, der Parlamentarische Beirat, muss eine wichtigere, eine hörbarere Rolle bekommen. Und ich denke, wir sollten darüber nachdenken, wie können wir eigentlich in allen Debatten auch anderer Ausschüsse, wo Nachhaltigkeit eine Rolle spielt, mindestens eine Stimme aus dem Parlamentarischen Beirat für Nachhaltigkeit hören, damit einfach diese umfassende, kohärente und letzten Endes über die Ressortgrenzen hinausgehende Aspekt der Nachhaltigkeit akzentuiert, sichtbar und auch hörbar wird. Das sind wir auch der Öffentlichkeit schuldig, diese Debatte nach außen zu tragen. Der Kollege Christoph Strack.